einer kleinen Kulturpackung. Ich fäng hier doch einfach mal eben mein Gameplay auf an. Ist ein bisschen doof mit dem Monitoring, wenn ich das Auto da hängen selber mit kriege, wenn das Spiel leiser wird. Ich habe immer auf Alternate gespielt, weil dann kann ich den Kopfbock das geben. Jo. Geht's. Fand ich hier, ehrlich gesagt, bei den anderen beiden Teilen irgendwie besser. Aber das ist, ja. Das ist im Übrigen das Logos, der erste Teil. Ja, da haben wir noch Bremsleuchten und im zweiten und im dritten Teil haben wir das interessanterweise nicht. Fände ich echt mal interessant, warum das so ist. Oh, auf geht's. Mal gucken, ob wir das noch können hier. Keine Pausentaste, ne? Ah, ist nicht so wild. Schaffe ich auch so. Müssen wir mal ein bisschen Vollbild genehmigen. Mit der Aufnahme. Ich bekomme ja hier dasselbe Bild wie ihr durch meine Aufnahme. Da sehe ich mich auch selber oben rechts und drin. Wüsste ich sonst nicht, wie ich das anders machen kann. Das Studio und meine Capture-Karte. Das ist der Hub dafür. Langsam müsste ich mal aufholen. Jetzt hab ich gleich verloren hier. Ja? Oh, trotz meines Soundtricks kommt er nur rechts, ne? Schlimm. Ist das Spiel einfach in Mono? Also bin ich wohl am Überrunden, nehme ich an. So, da die Bremsleuchten. Haben wir gesehen. Also in den zweiten und dritten Teil mal reinschmeißen sollte, wenn man sehen will. Der bremst zwar, aber er hat keine Bremsleuchten. Final Lap. Toll. Ja, easy peasy, ne? Kann man mal machen. Start ist immer nervig. Aber dann geht's. Und sich auch erstmal wieder an die Grafik gewöhnen. Insbesondere über die Capture-Karte. Da ist wie so ein leichtes Interlace drauf. Das ist mit Interlace drauf. So. Konnte ich bisher noch nicht so ganz rauskorrigieren. Ich benutze hier so einen TV-Modulator, der Modifizierung auf S-Video hat. Und
Dementsprechend hat meine Capture-Karte hier von Avamedia so eine 303p ein S-Video-Eingang. Das ist halt nicht ganz so genial wie das Kabel mit RGB, wo man dann am TV einfach ins SCART reingeht zum Beispiel. Aber so viel schlechter ist es nun auch nicht. Das ist akzeptabel dafür, dass man diese Karte für 10 Euro auf eBay bekommen konnte. Und für 10 Euro. Hier ist schon wieder Erster. Bremse mich doch nicht aus. Schöner Klassiker, ne? Na, ob das so bleiben wird, dass ich immer Erster werde, werden wir sehen, ne? Ich glaube ja nicht. Wird sicher nur schwieriger werden. Kommt da wohl mit dem älter werden, dann hat man irgendwie wohl nicht mehr so die Reaktion oder so. Zu Anfang geht's, das ist doch ein cooles Spiel, aber irgendwie kommt man da nicht mehr so ganz mit. Mir der Motor um die Ohren. Oh shit. Ja. Vorletzte Runde offenbar, oben links. Ne? Knapp werden, hoffen wir mal. KI weiß schon, wie sie das zu machen hat.
geht mir noch der Sprit aus, oder was? Ach du Schande. Das jetzt noch schaffe, das kann ja was werden. Ich kenne die Strecken natürlich nicht mehr, weiß nicht, ob man nicht tanken muss, ob man nicht. Das ist ja gleich. Später noch hier noch. Okay. Ja, komm, halber Tank dürfte eigentlich reichen. Ja, ganz locker. Kommen wir gleich wieder besser vom Fleck, wenn man nicht ganz voll tanken, weniger Gewicht. Ne? Wenn man das hier schon bedacht hat in der Programmierung sowas. Das können wir jetzt mal so bezweifeln wagen. Wäre ja vielleicht auch ein bisschen zu viel machen. Zweiter, ne? Immerhin. Ich hab das Vollbild kurz weggemacht, da hätten wir schon mal, wie lange ich schon aufnehme. Nicht so nach vorne gleich beim Start. Ich hoffe, dass mein Gate eigentlich passt. Nicht, dass ich da wieder was verschluckt habe. Das wäre wohl unpraktisch. Müssten wir dann mit leben. Oh shit, damit auch. Easy Gameplay. Die Hälfte, Schritt weg. Für zwei Runden. Was mache ich da? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, alles machbar. Ganz so gut erstmal auf den ersten Platz. Startet man komplett hinten, ne? Da habe ich mir denn das schon so erarbeitet hier mit den Punkten. Ist bei der Formel 1 aber auch irgendwie anders mit dem Qualifying eigentlich. Naja. Gerade Böses. Ich werde das Kabel dann nämlich nochmal tauschen müssen. Kann auch sein, dass der linke Kanal tatsächlich gerade leiser ist und nicht vorhanden ist, weil mein Kabel da irgendwie weg hat. Hab den Anleger über eine galvanische Trennung angeschlossen. Chinch auf Chinch. Dann von Cinch ein Adapterkabel auf 3,5 Klinke. Der Klinkeanschluss da, das ist der Stecker, der ist so ganz taco. Ich habe es schon mal gemerkt, als ich das Kabel an der Anlage verwendet habe. Das Smartphone war auch schon unnötig. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Die Soundaufnahmen versaut. Allerdings einfach eins kaufen möchte ich nun auch nicht, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich davon noch mehrere rumliegen habe und ich habe jetzt einfach nur zu dem Zweck das Verkehrte quasi gegriffen habe. Bei einem Umzug Ende letzten Jahres so einiges ein bisschen, ja, ich weiß einfach nicht, wo ich es genau habe. Tanken, ne? Das wäre jetzt echt. Guck mal rein, ne? Also dreiviertel voll, dürfte passen. Auf für noch zwei Runden sollte es reichen. 10 da, das gibt's ja gar nicht. Das ist so wirklich schnell. Der fehlende Need for Speed Gummiband-Effekt. Vielleicht bin ich da wirklich so schlecht, ich weiß es nicht. Vielleicht fliegt mir der Motor um die Ohren. Tatsächlich kurz vor der Ziellinie. Ja, stehen wir wenigstens neben dem Podest, ne? Immerhin. Punktemäßig reicht es aber in der Gesamtwertung immer noch für den ersten. Sweden. Ah.
Senior makes it possible. Oh, nö, ne? Da willst du zum Überholen ansetzen und dann hast du die Dinger da stehen. Na klasse. Ich kenne die Strecke übrigens hier so gar nicht. Das ist alles bleibt. Ich fahre halt einfach. Und hoffe das Beste. Tricksen, den man schnell rüberzieht oder so. Boah. Shit. Komplette A-Karte. Ja, dann muss ich mal schauen. Dann nochmal eine Festplatte für meinen EVP-Controller. Dann werde ich demnächst auf der Workbench mal eine Runde Oldtimer installieren. Dann werde ich mal Oldtimer spielen. Da habe ich mal richtig Lust drauf. Gucken, ob ich meinen Spielstand noch finde, den ich da vor ein paar Jährchen mal so erspielt habe. Das habe ich irgendwie noch nie geschafft, das mal durchzuspielen. Keine Chance. Das ist einfach verdammt schwierig. Ja, Autoproduktion, Wirtschaftssimulation. Sprit leer ist, sondern einfach, weil ich so schlecht bin, gerade. Nehme ich an. Na gut. So, das hat mich aber ganz schön runtergekloppt. Das war easy level. Oh. Okay.
Was soll man sagen? Musik war immer geil, ne? Kann man nicht anders sagen. Und ja. Das soll jetzt erstmal hierzu gewesen sein. Erstmal eine Runde Lotus. Ich will 1-3 haben zum Abschluss dieses Videos. Dankeschön. Ja. Dann würde ich mal sagen, macht's gut, ne? Oder besser.